Timo Benitz jetzt an Position 2 im gelben Trikot. Für die LG Braunschweig, das ist Julius Lavnik. Ja, und Jovil Michel Scheut so rüber über die 4 Meter im ersten. Paulina Brems noch nicht. Und so Jakob hat jetzt noch die Möglichkeit im ersten. Ja, und dann sehen wir also für die LSC Höchstadt Aisch, das ist dieses orangene Trikot, da als Vierter aktuell, das ist Martin Grau, auch er bei der EM in Berlin mit dabei, über 3000 Meter Hindernis und auch er ist deutscher Meister, eben über diese Disziplin, Martin Grau, LSC Höchstadt Aisch, der sich da an diesen ersten drei noch dranhängt. Und jetzt wird es ein wenig unübersichtlich hier in Rostock. Wir haben auch noch den Sperrwurf. Adrian Griffel, der ist aktuell Vierter. Den Wurf haben Sie gesehen. Aber vorne hier, das ist ein spannendes Rennen und es geht jetzt auf die letzte Runde. Adrian Griffel im Sperrwurf bleibt Vierter. Deswegen schauen wir weiter auf die 3x1000 Meter. Die Bronzemedaille ist nämlich vergeben im Sperrwurf. Die sichert sich Linus Limmer, LG Stadtwerke München. Timo Benitz in Lauerstellung. Und jetzt aber die erste Tempo-Verschärfung. Timo Benitz versucht dran zu bleiben, aber vorne ist Sebastian Kainer, Startgemeinschaft Erfurt-Jena. Er führt aktuell. Und jetzt kommen die Braunschweiger auch nochmal an den roten Trikots. Leicht auch zu erkennen an den weißen Kniestrümpfen. Braunschweig mit Julius Lavnik und Timo Benitz, der versucht den Anschluss da zu halten. Kommt er da nochmal dran? Es geht hier um die Plätze 1 bis 3 in diesem Finale. Timo Benitz, der zieht nochmal dran. Der deutsche Meister über 1500 Meter und EM-Teilnehmer in Berlin. Timo Benitz, er sichert den Sieg über 3x1000 Meter für die LG Farbtex Nordschwarzwald.